nicht nur in den Bad, ja, nur eine Stimme, auch wenn man nicht mal nachgefragt hat. Wir könnten auch in Zukunft tun, als hätte Gott im Wort. Und vor allem, als ob der wirklich an die Menschen wäre. Ganz ohne Messer, Schere, miteinander sprechen lernen. Ich weiß nicht, was dieser Punkt ist. Wenn ich stehe, das Geld wird jetzt klar. Ja, wir könnten uns verändern. Da ich da bin, so muss man auch bald verändern. Dadurch wird sich alles von Grund auf ändern. Es gibt kein Grund länger, darauf zu warten. Und einfach auch nicht dazu fragen, warum sagen wir nicht warten. Wir könnten das D streichen, denn wir könnten gut. Oder warum schlafen wir auf den Schiff? Wir könnten anfangen, nun denkt sich an das echte Traum. Komm, wir beginnen jetzt an einer neuen Welt. Ich gehe aber rechts von dir, ist das schlimm? Was? Ich gehe aber rechts von dir, ist das schlimm? Ja, der Nächste, der neben dir steht, weiter links, da bist du auch rechts. Genau. Scheiße. Ja, wie soll man sich denn jetzt irgendwie abgrenzen? Da sind wir ja zwei rechts. Ja, aber wie wollen wir uns jetzt abgrenzen? Müssen wir doch, oder? Du musst einfach links und rechts verbieten. Ja, geht gar nicht. Dann sind wir die Mitte jetzt, ne? Genau. Also machen wir so. Aber dann laufen wir uns gegenseitig, ja, dann laufen wir mal gegenseitig immer in den Latschen rein. Auch scheiße, dann haben wir nämlich Gleichschritt. Das heißt, ich bin ja schneller wie du, behaupte ich mal. Stimmt natürlich nicht. Also könnte man so stundenlang so mit solchen Spielen, die man sehr wahrscheinlich heute im Winter eher lauter machen. Weil eins hätte man Lach auf sein sollen. Das war wieder so geil jetzt am Freitag, die Bundespressekonferenz. Ja. Diese Jungen und keine Ahnung. Ja, ja. Ne? Deswegen, ja, warum haben sie nicht gesagt, dass vor dem der Fremdschutz und das Foto. Ja, ja. Es gibt ja keinen Fremdschutz, aber ne? Der Klappert hat auch die gleiche Nummer. Ja, überleg mal, ich muss mich jetzt seit mehr als 2 Jahren muss ich mich dafür rechtfertigen, dass ich nicht krank bin, dass ich die, den Arzt nicht gesehen habe, dass ich nichts in Anspruch genommen habe und muss mich beleidigen lassen. Ich habe nichts, ich habe keine Tests, ich habe gar nichts. Ich habe nichts aus dieser Schatulle rausgenommen, gar nichts. Ich habe sogar auf die geschenkten Masken von Herrn Spahn verzichtet. Ich habe die ganzen Kokos zu Hause, habe ich auch gesagt, das ist nicht bescheuert, 6,80 Euro wert für so einen Pfennigartikel. Ich sag mal, die schocken die Banker, wie bescheuert sind die? Die Leute, der eine Kumpel von mir, der hat sich die dann da abgeholt. Der war ganz stolz, hat sich im scheiß Wetter in die Schlange gestellt, um sich da 3 Masken abzuholen. Weil du dann krank hast, dann wäre mit dir 15 Milliarden Miete, glaube ich. Ja. Mal gut, dass ich jetzt, ich habe den ganzen Scheiß dran gelassen. Mache jetzt nichts. Ich bin jetzt hier Privatier. Solange es irgendwie noch geht und danach sind wir sowieso alle pleite. Ja. Ayrton Senna, Alexander der Große und Billy the Kid. Jesus Christus, der rote Baron. Und Rintintin. Störte Bakers Klaus, tot Alchamon und gewahrst Che. Sidney Vicious. All Heil Havana, Fassbinder. All die goldenen Jungs, sie dauern nie. Sie strahlen hell und sie sterben früh. All die goldenen Jungs sind größer als sie selbst. Sie sind entweder zu gut oder zu schlecht für diese Welt.
Ludwig II. Und Kurt Cobain. Duschkes Rudi, Kafkas Franz und Steve McQueen. Der Hölzer Johann, Eddie Cochran und Bruce Lee. Der Ferdinand Franz, Jimmy Dean und die Kennedys. Das geht wunderbar.